Ja, herzlich willkommen hier bei Brunswick TV. Ich bin Chris Kemp. Ich befinde mich mal wieder in der Bowling Arena Siegen in Nordrhein-Westfalen zu einem neuen Bowling-Turnier-Review. Wir sind heute hier beim ersten Doppel- und Mix-Turnier hier von den BC Strikers Siegen. Und wer das Turnier gewonnen hat, wie das Turnier abläuft und wer daran teilgenommen hat, das seht ihr hier bei Brunswick TV. Viel Spaß! Herzlich willkommen aus der Bowling Arena Siegen in NRW. In diesem 16-Bahn-Center fand am Sonntag, den 20. März, das erste Doppel-Mix-Turnier statt. Bei diesem Turnier, welches vom BC Strikers Siegen veranstaltet wurde, haben sich insgesamt 30 Doppel eingefunden aus den unterschiedlichsten Regionen. Kommen wir nun einmal zum Spielmodus. Jedes Doppel absolvierte in der Vorrunde 4 Spiele, die Besonderheit dabei, 2 Spiele wurden auf Seilos und 2 Spiele auf Seilpinsettern absolviert. Die Bahnen wurden im Vorfeld ausgelost und jedes Spiel wurde gegen einen anderen Gegner ausgespielt. Für einen Sieg gab es 2 Punkte und für ein Unentschieden einen Punkt. Die besten 12 Doppel nach der Vorrunde qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Hier einmal ein Überblick über die Vorrundenergebnisse. Nach den 4 Spielen ging es in die Mittagspause. Seitens der Bowling Arena Siegen wurde hier für die Teilnehmer ein reichhaltiges Schnitzelbuffet aufgebaut, welches für nur 10 Euro sehr lecker und vor allem sehr erschwinglich war. Nach dem guten Essen ging es mit der Zwischenrunde weiter. Die 12 Teams absolvierten 2 weitere Spiele, jeweils einen pro Maschinentyp. Nach den beiden Spielen standen die 4 Finalisten für das Stepladder-Finale fest. Am Ende konnten sich Katja Kaiser und Dirk Pehler durchsetzen und gewannen das Turnier hier in Siegen. Auf Rang 2 landete das Doppel Sascha Brun und Sarah Patzke. Dritter wurde Sven Braunschweig und Markus Wegesing, welche in der ersten Stepladder-Runde den viertplatzierten Fabian Steinkart und Thomas Kasulke geschlagen haben. Damit ging ein erfolgreiches Turnier wieder einmal hier in Siegen zu Ende. Wir bedanken uns fürs Einschalten und hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn auch ihr gerne mal euer Bowling-Turnier bei uns gerne kostenfrei vorstellen lassen möchtet, dann kontaktiert uns doch gerne via Mail an kempf@brunswickbowling.de. Vielen Dank fürs Einschalten, bis bald hier auf Brunswick TV, euer Chris Kempf.